Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe hier einen neuen Hintergrund und zwar ist es ein Teil meiner Ecke, die ich gerade im Renovieren bin, hier in meinem Arbeitszimmer. Also so langsam kommt alles so zusammen, aber so langsam. Renovierung wird jetzt in nächster Zeit unterbrochen, da ich jetzt wieder auf die Fashion Week gehe für eine ganze Woche. Und wo wir beim Stichwort Fashion Week sind, Berlin, da werde ich jetzt eine ganze Woche verbringen. Und da ich ein paar Erfahrungen sammeln konnte in den letzten paar Jahren und so, letzte Fashion Weeks, weiß ich mittlerweile, worauf es ankommt. Und deshalb musste ich gestern noch in den DM gehen und mir ganz viele Sachen kaufen. Und die Tüte ist ziemlich groß geworden. Ich habe ganz viel eingekauft, was ich so für die Fashion Week brauche. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal an. Ich ziehe die Sachen einfach raus. Nicht lachen, aber ich war am DM und habe mir diese Quick and Fresh Gefrierbeutel gekauft, so ein Liter. Ich hatte letzte Woche leider die Erfahrung, dass mein 1 Liter Rewe-Beutel kaputt gegangen ist. Und die einfach an der Sicherheit gesagt haben, ihr Beutel lässt sich nicht schließen. Sie haben die Entscheidung, was aus ihrem Make-up weggeschmissen wird. Ich habe einen halben Herzinfarkt gekriegt, weil jedes einzelne Produkt über 40 Euro gekostet hat. Zum Glück hat die Person dann verstanden, dass es nicht an mir liegt, sondern ich die erlaubte Menge dabei hatte, sondern dass dieser scheiß Rewe-Beutel einfach oben kaputt gegangen ist und nicht mehr zugehen konnte. Und der Flug ging schnell und ich konnte nicht zurückgehen, um einen neuen Beutel zu kaufen. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe nie wieder zum Rewe und kaufe mir diese 1 Liter Gefrierbeutel, sondern gehe zum DM, weil mit denen hatte ich ganz gute Erfahrungen. Das ist so ein Profissimo-Beutel, steht halt auch da drauf, ist fürs Fliegen geeignet. Und mit denen, ganz ehrlich, sind sie mir noch nie gerissen. Never. In all meinen Flügen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt den vom Rewe genommen habe. Sind die hier, die brauche ich einfach zum Fliegen, weil man Flüssigkeiten einfach mit einem Beutel in Handgepäck. Und das mache ich jetzt, da ich gebrandmarkt bin von meinem Air Berlin Abu Dhabi Flug, wo meine Koffer einfach für 3 Tage verschwunden waren. Ich bin so froh, dass Air Berlin auf meine Tweets reagiert hat und dann so schnell wie möglich mir den Koffer dann per Kurier gebracht hat. Also danke an dieser Stelle. Schau mal, aber ich bin gebrandmarkt, deswegen die wichtigsten Sachen kommen bei mir jetzt ins Handgepäck. Ja, falls die anderen Koffer auch 3 Tage später kommen, werde ich auf der Fashion Week nicht verloren sein, was wir natürlich an dieser Stelle nicht hoffen. Dann Fashion Week bedeutet für mich auch immer nicht so tütü durch die Gegend schauen und zu schauen, wer ist gut angezogen und oh, die Designer und hier und bla bla. Nein, Fashion Week ist Arbeit. Fashion Week bedeutet aber auch Stress, Stress, Stress und bedeutet, Donny kriegt nicht so den geeigneten Essensrhythmus. Und alle, die meinen Vlog-Kanal kennen, wissen, wie viel mir gut zu essen bedeutet und dass ich einfach auch mal zittere, wenn ich nicht viel zu essen bekomme. Damit ich einfach die ganzen Schauen genießen kann und nicht mit knurrendem Magen da rumhängen, weil das kann ich gar nicht ab, habe ich mir ganz viele kleine Sachen gekauft. Und zwar, also einen guten Lieferanten für Kohlenhydrate finde ich, sind getrocknete Aprikosen einfach super gut geeignet. Wenn ihr jetzt nicht gerade ein Brot dabei habt oder so, weil ich bin auf der Fashion Week und da gibt es halt immer überall Häppchen und ich bin kein Fan von irgendwelchen Häppchen, weil dann isst man 100 verschiedene Häppchen und hat dennoch nur Luft im Magen. Ja? Deswegen bin ich ein Mensch, der sagt, okay, ich brauche irgendwas immer in meiner Handtasche. Und wenn ich merke, oh, ich habe Hunger, so langsam, habe ich mir Aprikosen gekauft. Ungeschwefelte Aprikosen, weil ich glaube, so langsam, ich reagiere so ein bisschen auf Schwefel, weiß nicht so ganz. Aber ja, ich teste das gerade momentan für mich. Ungeschwefelte Aprikosen als guter Kohlenhydratlieferant. Und als ein guter Kohlenhydratlieferant, wenn ich echt Zucker brauche, habe ich mir auch davon gekauft. Die kommen auch mit bei mir ins Handgepäck. Ich werde auch noch eine Mini-Tupperdose mitnehmen. Das heißt, sollte irgendjemand in meine Tasche in die Fashion Week reingucken, aber er sieht da irgendeine Tupperdose mit getrockneten Früchten. Lieber so wie hungrig, weil kein Mensch sollte hungrig irgendwo rumsitzen. Deswegen habe ich mir noch Datteln gekauft. Dann habe ich mir als nächstes, lasst mich mal schauen, genau, ich möchte natürlich mein Make-up umfüllen, weil ich einfach das in diese kleine 1-Liter-Beutel reinkriegen will, für alle Fälle. Und deshalb habe ich mir jetzt nochmal vom DM, das gab es in dieser Probenabteilung, direkt an der Kasse. Da kommt jetzt ein Duschgel, Shampoo und Conditioner. Und hier werde ich mein Make-up, Make-up Forever reinfüllen und hier wahrscheinlich mein Concealer und dann habe ich auch meine Ruhe. Dann als nächstes, genau, habe ich mir weitere Früchte gekauft. Man ist auf der Fashion Week immer viel unterwegs und möchte natürlich auch immer einen frischen Atem haben. Vor allem, ich mag es einfach nicht, beziehungsweise ist ein Tick von mir. Ich denke immer, ich hauche immer und ich denke immer, oh Gott, nicht, dass ich komisch rieche, wenn ich irgendwie Zwiebel gegessen habe oder sonst was. Ja, deswegen habe ich mir Smints gekauft. Die sind klein und fein und kommen einfach in meine Tasche. Und ich wollte ja eigentlich kein Kaugummi, weil wenn ich auf der Fashion Week rumsitze, in der ersten Reihe oder in der zweiten oder so, möchte ich nicht dann die ganze Zeit rumkauen wie so ein Wiederkäuer
Oder wenn man mit mir redet, ich finde es halt immer so komisch, Kaugummi und mit jemandem reden. Bin ja keine Kuh. Deswegen Smiths. Dann als nächstes habe ich mir gekauft. Fashion Week bedeutet für mich auch immer ganz viele Styling, ganz viele hohe Schuhe, ganz viel rumstehen eigentlich auch, nicht immer sitzen und ganz viel rumrennen von einer Location zur anderen. Und ich habe aus den letzten paar Jahren gelernt, es geht nichts anderes ohne Blasenpflaster. Blasenpflaster must have für die Fashion Week. Und deswegen habe ich mir jetzt verschiedene gekauft. Zum einen von Essence Show Your Feet Blister Patches, Blasenpflaster. Ich weiß nicht, egal wie gemütlich, also ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme mit meinen Schuhen, mit meinen Just Fab Schuhen oder ganz anderen Schuhen, die ich so kaufe. Die schneiden nicht ein, aber wenn ihr länger wie 8 Stunden auf denen rumhockt, dann rumsteht, dann ist halt auch irgendwann mal Ende. Weil ich denke, High Heels sind auch nicht dafür gedacht, mehr wie 4 Stunden damit rumzurennen, meiner Meinung nach. Und dann habe ich mir von Balea noch transparente Hydrokolloidpflaster mit Schmerzlindern. Also die tun Schmerzlindern, falls man so eine Blase bekommt. Die habe ich mir eingekauft. Und dann habe ich mir noch geholt die Balea Fersenblasenpflaster. Angenehm beim Tragen von High Heels, ideal für die Ferse. Habe ich mir jetzt einfach gekauft. Ich wollte mal testen, welche von beiden für besser sind. Ich glaube, die sind fast gleich. Dann habe ich mir als nächstes gekauft ein Deo für unterwegs in einer kleinen Größe. CD ohne Aluminiumsalze, ihr wisst, ich achte da drauf. Aber das ist neutral, das ist gut, passt in jede Handtasche. Man schwitzt, man rennt. Deswegen ein gutes Deo ist von Vorteil. Achso, die andere Strumpfhose habe ich jetzt nicht hier. Irgendwo müsste sie sein. Aber ich habe mir von DM eine Strumpfhose gekauft, weil ich noch nicht weiß, ob ich jetzt einfach meine Kleider anziehe ohne Strumpfhose. Oder ob ich eine Strumpfhose anziehen soll. Ich habe mir eine Champagnerfarbe gekauft. Mal gucken, ob das zu meiner Haut passt. Werden wir sehen. 40 Dehn, also nicht so ganz schwach wie diese 20er, 15er. War irgendwas mit 2,95 €. Dann habe ich mir noch für die Fashion Week gekauft. Genau, eine kleine Dusche, weil ich werde zwar mein Duschgel in einem anderen abfüllen, aber das kommt hier bei mir ins normale Gepäck. Und dann habe ich einmal fürs... Nee, das kommt bei mir ins Handgepäck und das andere kommt ins andere Gepäck. Sollte eins von beiden nicht ankommen, aus irgendwelchen dummen Gründen. Ja. Ich bin paranoid geworden, ja. Dann habe ich das dabei und ich mag Abendrot. Das hatte ich in der letzten Fashion Week, im Juli auch dabei. Und ich verbinde diesen Geruch einfach mit Fashion Week. Deswegen muss das für mich aus Erinnerung und Nostalgiegründen einfach mit. Dann hatte ich überhaupt keine Wattepads mehr. Und wie ihr wisst, mag ich nur die großen. Und deswegen habe ich mir gleich 2 Stück gekauft. Einmal für hier zu Hause, einmal wenn ich unterwegs bin. Damit entnehme ich, also mache ich einfach mein Make-up ab. Ich tue damit meine Klinik Nummer 2 weißes Gesichtswasser auftragen. Ich finde die einfach gut. Das sind die großen. Ich nehme nur die großen. Mit den kleinen kann ich nichts anfangen. Die sind für mich einfach zu mini. Ich habe es bei meiner Mutter versucht. Habe bei ihr übernachtet. Sie benutzt die kleinen. Ja, irgendwann mal hatte ich 6 kleine benutzt, wo ich dachte, Dann als nächstes ist mir mein Hitzeschutz leer gegangen, beziehungsweise ich benutze gerade von Kerastase so ein neues Produkt. Das ist so eine große Tube, habe ich leider hier nicht, sonst könnte ich es euch zeigen. Da ist Hitzeschutz drin, aber ich werde mir meine Haare viel mehr stylen, wie gewohnt. Deswegen wollte ich einen doppelten, dreifachen Schutz. Deswegen habe ich mir von L'Oréal Paris Elite das Volumen Föhnhitze Styling Spray gekauft. Das kommt mit, aber im Gepäck, weil das riesig ist. Als nächstes kleines Haarspray, weil ich habe ganz viel Haarspray zu Hause, aber große Flaschen. Und die will ich einfach nicht mitnehmen, aus Gewichtsgründen und alles mögliche. Und deshalb habe ich mir von L'Oréal Paris Elite die kleine extra starke Halt gekauft. Ich würde mich freuen, wenn es mal das andere für gegen trocken, also es gibt ja so ein großes gegen trockene Haare, für trockenere Haare, aber es gibt es irgendwie nicht in Miniatur. Deswegen bin ich auf das angewiesen, obwohl ich einfach Milliarden andere große Haarsprays habe, aber man kann sie ja nicht umfüllen. Dann als nächstes habe ich mir noch geholt, auf der Fashion Week habe ich da echt keinen Bock, so große Abschminkflüssigkeit mitzunehmen. Deswegen zum Abschminken für mich, schwöre ich seit Jahren drauf, für die Reisen. Ansonsten benutze ich immer Bioderma oder so von L'Oréal, dieses Micellenwasser. Aber das habe ich keine Lust halt mitzunehmen. Deswegen habe ich mir Balea pflegende Reinigungstücher 3 in 1 mit wertvollem Mandelöl genommen. Aber ich nehme immer nur das für trockene und sensible Haut. Ich besitze keine trockene Haut, wisst ihr alle. Ich fette gerne mal in der T-Zone. Aber es ist einfach angenehm, weil meine Haut ist echt sensibel. Und ich kriege ganz viele Pickel, wie ihr auch gesehen habt in Abu Dhabi. Sah ich irgendwann aus dem Streuselkuchen mit einem riesen
Ausschlag, deswegen nehme ich die mit. Also ich habe eins mitgenommen, also eins für die Fashion Week und eins für mich hier zu Hause. Dann als nächstes hatte ich keine Bodylotion mehr. Leider, mir ist die Bodylotion Le Marseillaise, die ich immer so gerne benutzt habe, leer gegangen in dem Pöttchen. Und alle von The Body Shop habe ich auch aufgebraucht. Das Einzige, was ich noch habe, ist so eine große von Playboy. Aber ich möchte sie einfach nicht mitnehmen. Ich brauche was Kleineres. Und deswegen bin ich gerade durch die Regale gegangen, habe mir von Dalea die Bodylotion White Passion, heißt die, genau, gekauft. Mit dem Duft von weißen Blüten und Acai-Beeren. Keine Ahnung, wie weiße Blüten riechen sollen und keine Ahnung, wie Acai-Beeren riechen sollen. Ja, so riecht es angeblich. Es riecht aber auch angenehm und ich habe daran geschnuppert, ist okay. Ich freue mich einfach schon, damit mich einzucremen, weil ich werde viele Kleider tragen. Beinchen sollten nicht trocken sein. Deswegen kommt das mit. Dann als nächstes habe ich mir eine kleine Zahnpasta gekauft. Ich bin einfach in die Probenabteilung gegangen und habe gedacht, welches von denen nimmst du, bis auf eine Zahncreme. Kam alle in Frage, weil ich hatte so ein kleines Malheur. Ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe. Ich habe eine Zahncreme für mich getestet. Eine Woche später habe ich Überflecken auf meinen Zähnen gehabt. Mein Zahnschmerz hat wehgetan. Deswegen bin ich gebrandmarktes Kind seitdem her. Aber ich bin mit der Colgate Max White eigentlich immer so zufrieden gewesen. Und sie ist klein und fein, weil die große lasse ich hier zu Hause. Als nächstes habe ich mir für unterwegs, ich meine, alle, die mich von den Fashion Weeks kennen, die fangen auch immer an zu lachen. Es ist so ein Running Gag, Donja und ihre Eiweißriegel. Normalerweise bin ich jetzt nicht so der Mensch, der gerne auf verarbeitete Produkte zurückgreift, weil ihr wisst, ich esse gerne unverarbeitetes Zeugs und Dinge, für die keine Werbung gemacht werden, also viel Obst und Gemüse und so Zeugs oder gutes Fleisch vom Biobauern. Aber für unterwegs kann ich ja den ganzen Tag nicht nur Aprikosen essen und Datteln, weil irgendwann steckt es einfach auch durch die Nase und Bananen und so kann ich nicht immer mitnehmen. Aber ich esse gerne, sehr gerne Eiweißriegel. Von der Zeit hat es nicht gereicht, mir meinen Lieblingseiweißriegel einfach zu bestellen von Amazon. Es sind immer ganz, ganz viele in so einem 23er Pack oder 20er Pack. Und deswegen musste ich jetzt leider zurückgreifen auf die ich im DM gefunden hatte. Und zwar sind es die Multipower 50% Protein, Low Sugar, Cookies and Cream, bla. Mir geht es einfach nur darum, dass ich irgendwas zwischen die Zähne bekomme. Und da ich kein großer Fan bin von purem Zucker mit verarbeitenden Dingen, dachte ich mir, so ein bisschen Eiweißpulver ist ja gar nicht so schlecht, weil ich nehme ja auch Whey-Shakes wie die meisten nach dem Training. Und genau, ein bisschen Pulver kommt von mir auch noch mit. Muss ich irgendwie abfüllen. Ich brauche das, weil ich halt viel trainiere. 3 Riegel habe ich mir mitgenommen. Für den Äußersten. Und Running Gag. Sie alle wissen schon immer auf den Fashion Weeks, wenn ich mit den Leuten von Maybelline ja, unterwegs bin oder mit Menschen von anderen großen Marken oder behind, bla, irgendwo auf jeden Fall auf der Fashion Week rumgurk, wissen alle immer schon wieder, dann in ihre Eiweißriegel. Ist ein Running Gag. Muss ja nicht jeder verstehen. Dann, da meine Nägel momentan so trocken sind und ich heute sie schon lackieren muss für morgen und ich mir überlege, dass ich vielleicht irgendwie sie mehr pflege, habe ich mir von P2 das Nail Box Wax gekauft für weiche, brüchige Nägel mit Granatapfelextrakt. Ich weiß nicht, wie ich das verwenden soll. Wahrscheinlich nur auf die Nägel drauf tun. Ich stand davor und dachte mir, was ist das für ein Produkt? Ich kenne es nicht. Kommt mit. Als nächstes habe ich mir noch den Lip Liner gekauft, den ich heute auf meinen Lippen drauf habe. Ich finde ihn voll schön. Den hatte ich, glaube ich, in meinem letzten Ariana Grande Tutorial drauf, was ich euch gerne hier nochmal verlinken kann. Er ist leer gegangen und deswegen musste ich einen neuen kaufen. Und zwar von Pizza, der Perfect Look Lip Liner in der Farbe Brown. Ich finde Brown, dann mache ich so. Ich finde, der ist einfach voll schön. Na so ein bisschen so schöne Lippen, so ein bisschen Kylie Jenner inspired. So, ich mag das einfach. Heute habe ich generell so einen natürlicheren Look. Ich habe nur Lidschatten drauf, kein Eyeliner, gar nichts und ein bisschen so polished Look. Ich mag den. Ja, und ich sehe gerade, das ist alles, was ich von mir vom DM gekauft habe. Und ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Vielleicht habt ihr Produkte entdeckt, die ihr so nicht kanntet. Vielleicht den Lip Liner, vielleicht die Bodylotion, vielleicht das Nagelwachs oder andere Produkte. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, euch hat dieser Drogerie-Haul gefallen. Und ihr würdet euch freuen, auch in Zukunft von mir weitere DM-Hauls zu sehen oder Drogerie-Hauls. Ich gehe auch zum Rossmann, zum Müller und etc. pp. Nur Butten, die gibt es bei uns nicht im Süden. Würde ich jetzt auch mal an dieser Stelle sagen, ich verabschiede mich von euch, werde jetzt meine Koffer packen und mache mich jetzt gleich auf den Weg, alles hier zu erledigen und zu organisieren. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir in die Kommentare, ob euch dieser Hintergrund gefällt. Das würde mich sehr interessieren. Bis dann. Bye.